Hi Leute, hier ist Dennis von www.derselbermacherblog.de und heute möchte ich euch zeigen, wie ich eine Kürbispflanze auf meinem Komposthaufen gepflanzt habe und was daraus geworden ist. Also bleibt dran! So, also, nachdem ich meinen Garten schon relativ voll gepflanzt habe mit allem möglichen Gemüse und Kräutern und Blumen und so weiter, hatte ich irgendwie keinen Platz mehr für meine Kürbispflanze. Und da, ihr wisst es wahrscheinlich, Kürbispflanzen relativ groß werden, habe ich gedacht, wo kannst du die jetzt hinpflanzen, sodass sie nicht so viel Platz im Garten benutzt, den du sonst nicht irgendwie anders nutzen kannst. Und da habe ich gedacht, pflanz den doch einfach mal auf deinen Komposthaufen. Und wie das aussieht, zeige ich dir jetzt mal. Ja, ihr seht hier meinen großen Komposthaufen. Ihr seht das ja aus Europaletten. Der ist in den letzten paar Tagen auch schon ziemlich zugewuchert. Ihr seht das hier. Da sind hier unsere Reste von Kaninchen und alte Kartoffeln und Gemüseabfälle und so weiter. Und hier ist jetzt meine Kürbispflanze. Die habe ich jetzt hier gerade mal umrandet mit diesem Schneckenzaun. Warum? Das ist nämlich schon mein dritter Versuch. Die anderen zwei Kürbispflanzen, die ich vorgezogen hatte im Gewächshaus, die sind nämlich von Schnecken aufgefressen worden. Und deswegen habe ich jetzt hier auch ein bisschen Schneckenkorn drumherum gemacht, weil die Kürbispflanze, die soll jetzt endlich mal durchkommen. Und ich habe hier gerade mal ein bisschen durchgeschaut, dass dieser Komposthaufen ist voll mit Schnecken. Also da werde ich jetzt hier auch nicht gegen ansuchen können. So, und der Plan ist jetzt, weil die Kürbispflanze ja auch so viel Nährstoffe braucht und auch so groß wird, dass die hinter hier so über den Rand drüber wächst. Mal sehen, ob das klappt. Das werde ich euch dann zeigen. Und die holt sich jetzt die ganzen schönen Nährstoffe, die da unten drunter liegen. Also ich habe hier im Prinzip gerade einfach nur eine Schubkarre voll mit Mutterboden aufgeschüttet und habe diese Kürbispflanze da reingesetzt. Und die Kürbispflanze stand halt bis gerade noch in meinem Gewächshaus und ist da schön vorgezogen worden. Ja, und gleich zeige ich euch mal, was daraus geworden ist. Ja, knapp 4 Wochen später ist einiges passiert. Nicht nur der Bart ist gewachsen, sondern eben auch meine Kürbispflanze. Das müsst ihr euch mal anschauen. Oh, ich gehe mal etwas weiter weg, damit ihr das Ganze sehen könnt. Also das ist jetzt hier die Kürbispflanze. Hier nebenan wachsen noch Kartoffeln. Die haben sich selbst ausgesät, beziehungsweise das sind die Kartoffeln, die wir weggeschmissen haben. Die haben sich jetzt hier schön ausgebreitet und mal gucken, ob man dann nachher noch mal was ernten kann davon. Aber jetzt schaut euch erstmal diese Kürbispflanze hier an. Die wächst schon hier runter mit so einem riesen Strang. Da wächst wahrscheinlich schon der erste Kürbis. Da, ja, ist im Moment noch sehr winzig, aber Blüte scheint bestäubt zu sein und es bildet sich so ein Kürbis. So, hier muss ich demnächst leider etwas mähen, deswegen muss ich das dann etwas hochheben. Aber mega, also es wächst hier komplett rüber, ist schon 1,5–2 Meter lang der Strang. Und da hinten wächst ein zweiter. Ich weiß nicht, ob ich den lasse oder ob ich den ausgeize, aber ich würde den wahrscheinlich einfach lassen, weil Platz genug ist ja. Und genug Energie bekommt die Pflanze ja auch. Ich würde mal behaupten, wenn die jetzt noch einen dritten Strang bildet, irgendwie so nach hinten raus, dass ich den vielleicht dann wegmachen würde. Aber so insgesamt bin ich damit schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, nochmal 1–2 Wochen weiter und der Kürbis wächst platzt aus allen Nähten. Müsst das mal schauen. Also ich habe den schon hier überall rumgelegt, weil der sonst schon hier bei uns auf dem Weg wachsen würde. Und ja, der Kürbis, der da dran ist, also es wachsen schon mehrere Kürbisse, aber der eine, den ich euch letztens gezeigt habe, der ist jetzt schon einigermaßen groß geworden. Den kann man noch nicht ernten, aber ich zeige euch den heute mal. Hier wächst noch ein bisschen Ackerwinde, die muss man zwischendurch mal abrupfen, sonst nimmt die nämlich Überhand. Aber der sieht doch schon ganz nett aus, der kleine Hokkaido, oder? Als die Tage so heiß war, da haben sich die Blätter von dem Kürbis eingeklappt. Also es sah aus, als wäre der Kürbis, als würde der kaputt gehen. Ich habe den schon mit so einem kleinen Sonnenschirm abgedeckt, aber dann
hat das Internet mir weitergeholfen, hat gesagt, das ist quasi eine Schutzmaßnahme der Pflanze, dass sie die Oberfläche dann verkleinert. Das macht die ganz automatisch und sobald die Sonne dann etwas weniger wird, werden die Blätter dann wieder so, wie sie jetzt sind. Ja, ich würde sagen, das Experiment Kürbis im Komposthaufen ist erfolgreich abgeschlossen. Also es dauert sicherlich jetzt noch ein paar Tage, bis ich den Kürbis ernten kann. Aber das kann man sich ja jetzt vorstellen, das funktioniert wunderbar. Also falls ihr auch einen Komposthaufen habt und wenig Platz, dann könnt ihr euren Kürbis auch einfach im Komposthaufen pflanzen und habt genauso viel Spaß damit wie ich. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.